Weil muss weg und Kriegstreiber sind nur zwei ausgewählte Rufe, die beim Landtagswahlkampfauftakt der SPD im Biergarten-Listerturm zu hören sind. Eine Menge von QuerdenkerInnen hat sich unter die SozialdemokratInnen gemischt, um für Unruhe zu sorgen. Besonders während der Rede des Ministerpräsidenten Stefan Beil geben sie keine Ruhe. Davon lässt er sich aber nicht einschüchtern. Ich habe kein Problem mit Menschen, die meine Politik kritisieren. Darüber kann man immer und vernünftig reden und da weiche ich auch keiner Diskussion aus. Aber es ist nicht akzeptabel, wenn die einen versuchen, die anderen niederzuschreien. Und das ist das, was wir zum Beispiel heute Abend erlebt haben. Ich habe den Eindruck, dieser Versuch ist gescheitert. Und persönlich kann ich nur sagen, da muss man klar Kante zeigen. Da darf man nicht nachgeben, denn das gefährdet am Ende die Demokratie wirklich. Die Genossinnen der SPD hielten mit Schildern gegen die ProtestlerInnen an, bis diese von der Polizei weggeführt wurden. So konnte sich schließlich auch über die aktuellen Pläne der PolitikerInnen ausgetauscht werden. Ja, aktuell sind natürlich alle beängstigt wegen der Energiekrise und deswegen wird das natürlich ein Thema sein, was sofort nach der Wahl beziehungsweise auch schon in den nächsten Wochen ein ganz entscheidendes Thema sein wird. Aber dann wird es natürlich auch Fragen geben. Wie geht es weiter mit der Bildungspolitik? Wie geht es weiter mit der Krankenhausfinanzierung? Viele Krankenhäuser, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit, haben enorme finanzielle Schwierigkeiten. Auch Klimaschutz und Mobilität stehen bei der SPD gerade vorne an. Besonders auf junge Menschen sollen Sachen vergünstigte Ticketpreise Rücksicht genommen werden, so Weil. Aber nicht nur die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs, sondern auch die Energieversorgung beschäftigt gerade die Menschen in Niedersachsen. Hilfen seien weiterhin geplant, aber wie soll das Ganze finanziert werden? Wenn Menschen wenig haben oder weniger haben, haben sie das Recht dazu, mehr zu bekommen und stärker unterstützt zu werden. Und wenn Menschen oder Unternehmen in einer Krise und in Kriegsmonaten sogar profitieren von der Situation, wie die Mineral- und Energiekonzerne beispielsweise, dann ist dieser Übergewinn zu versteuern und der muss in die Mehrheit der Gesellschaft fließen. Konkrete Entwürfe gibt es dafür jedoch noch nicht. Klar ist aber, im Falle einer erneuten Wiederwahl würden sich diese Ziele in den Augen der SPD mit einer rot-grünen Koalition am besten erreichen lassen.